Die erste Veränderung in Brüssel, ein neues Plakat mit dem Logo der ungarischen Präsidentschaft. Darauf der Zauberwürfel, erfunden von einem Ungarn. Der Slogan Make Europe Great Again, in etwa macht Europa wieder großartig, erinnert an Trump. Eine Provokation von Ungarns Ministerpräsident Orbán, der am Wochenende das Rechtsaußenbündnis Patrioten für Europa angekündigt hatte. Frieden, Ordnung und Entwicklung, das, so Orbán, würden die Europäer wollen. Was sie von der Elite in Brüssel bekämen, Krieg, Migration und Stillstand. Ein halbes Jahr lang organisiert Ungarn jetzt die Ministertreffen auf EU-Ebene, bestimmt, welche Themen vorankommen, welche nicht. Orbán ist für seine Nähe zum russischen Präsidenten Putin bekannt. In der Vergangenheit hatte er versucht, Sanktionen abzuschwächen. Unterstützung für die Ukraine blockiert er. Wenn ich jetzt gerade in Kiew sitzen würde, ich würde mir über diese Ratspräsidentschaft ganz erhebliche Sorgen machen. Übergabe von Belgien. Ministerpräsident De Croo betont, die Ratspräsidentschaft bedeute nicht, der Boss von Europa zu sein. In der Position zu sein, Kompromisse machen zu müssen, sollte man wenigstens einmal im Leben sein. Von daher kann ich das Herrn Orbán definitiv empfehlen. Nach der Europawahl müssen sich EU-Kommission und Parlament neu aufstellen. Gut möglich, dass während der ungarischen Ratspräsidentschaft die Zahl der großen Entscheidungen überschaubar bleibt.